dog brain. Zentropo-Action-Rucksack ist sensationell. Er hat Flammenhaare und er ist super schnell. Für seine Schwestern ist er ein Versuchskaninchen. Er lebt einen Tag aus dem Leben von Johnny Test. Sein Super und kann sprechen, er ist mutig und frei. Duki trinkt ein Cappuccino und ist immer dabei. Seine Mom ist immer busy und sein Dad ist durchgeknallt. Er ist wild, zugemüllt, das ist Johnny Test. Super Agency, Extrem Teams, Moon, sie ist ein Drehungsschlag. Affenboy, Turbo Team, Monster Trucky Test. So ist jeder Tag, das ist völlig normal. Johnny Test. So ist jeder Tag, das ist völlig normal. Johnny Test. So ist jeder Tag, das ist völlig normal. Johnny Test. So ist jeder Tag, das ist völlig normal. Für. So ist jeder Tag, das ist völlig normal. Für. So ist jeder Tag, das ist völlig normal. Für Johnny Test. Coolen Hörer an den Radios, bleibt dran, denn gleich gibt es das Gewinnspiel zum Mount Pork Belly Ski Resort. Ruft an, wenn ihr das Schweinequieken hört. Der erste Anrufer bekommt... Hallo? Eine Reise für 6 Personen. Das Mount Pork Belly Ski Resort. 100 Bahnen, 8 Halfpipes und in diesem Jahr ganz neu der Behemoth. Von ganz oben bis ganz unten eine extreme schwarze Piste. Johnny muss den Wettbewerb gewinnen. Mit Hilfe der DNS dieses Haus von Gills Kopfkissen kreieren wir unseren eigenen Gill. Und zwar mit unserem Klonhopper. Wie kann ich einen Radiowettbewerb für das Mount Pork Belly Ski Resort gewinnen? Ruf von 30 Telefonen aus an, dann erhöhst du die Wahrscheinlichkeit deines Gewinns. Klonprozess abgeschlossen. Das war's. Und hier ist Gil. Katze. Die uns nicht leiden kann. Nein, Johnny, ich brauche all meine Telefone für Konferenzschaltung. Die habe ich um 10, 10.30 Uhr, 11, 11.15 Uhr, 12 um 3 und 2 nach 4. Hol die Musik. Du kannst mich nicht überreden. Ich falle auf gar keinen Fall auf deinen super traurigen Blick rein. Aber sieh mich nicht so an. Jetzt warten wir auf das Schweinequieken und dann rufen wir an. Wir haben einen Gewinner. Ich hab gewonnen. Ja! Nein, es ist toll, dass du gewonnen hast, Johnny. Aber wir können heute nicht einfach alles liegen lassen, um Ski zu laufen. Na schön, wir fahren hin. Aber du musst deine Schwestern überzeugen, mitzukommen. Ich möchte sie nicht allein lassen nach den gestrigen Explosionen. Johnnys flehender Blickschutzbrillen. Sie blockieren 100% seiner Traurigkeitsstrahlen. Und wir werden auf gar keinen Fall zum Skiresort mitfahren, weil wir endlich noch ein Haar von Gil ergattern konnten. Und zwar von einer Bürste, die wir in seinem Zimmer gefunden haben. Prozess abgeschlossen. Das ist eine Hundebürste. Wenn ihr einverstanden seid, dass wir nach Mount Pork Belly fahren, dann lade ich ein, mit mir die Superabfahrt runter zu sausen und ihr kriegt euer Haar. Johnny Bro, ich kann's kaum erwarten, da runter zu brettern. Die Abfahrt soll der Hammer sein. Mit unserem bionischen Greifer haben wir 1, 2 fix ein Haar von ihm. Und immer schön einen Helm aufsetzen. Haben wir einen Plan B? Seht mal, da hat jemand Angst, runterzufahren. Das ist ja sowas von peinlich. Also mir kann das nie passieren, weil ich dazu geboren bin, diese Riesenabfahrt runterzudüsen und nichts und niemand kann mich davon abhalten. Alles klar, wir sehen uns dann unten. Nicht so hastig, Kiddies.
Für Kinder unter 13 nur in Begleitung ihrer Eltern. Maestro? Kleiner, weißt du, wie viele Kinder unter 13 mir mit dieser Jammernummer kommen? Mhm. Dagegen bin ich immun, aber die Musik gefällt mir. Ist das Tschaikowski? Beethoven. Was ist mit mir? Ich bin ein Teenie mit einer seltenen Haaranomalie. Alles klar, du kannst fahren. Okay, ich weiß, das habe ich verdient. Wir hatten verabredet, zusammenzufahren. Ja, und ich werde dich auch nicht noch einmal hängen lassen. Also jetzt suchen wir deinen Dad und überreden ihn, mit dir zusammen runterzufahren. Und hier ist der bionische Haargreifer Piepmatz. Er ist aus Titanium und knackt die härtesten Helme. Dann kriegen wir endlich ein Haar von... Super, und er wird glauben, dass er von einem verrückten Vogel angegriffen wurde. Auf die Plätze, fertig und... Oh, tut mir leid, ich lerne gerade erst Skifahren. Den Piepmatz können wir auch vergessen. Kämpf dagegen an, Schatz. Ich weiß, du kannst dem Blick widerstehen. Oh nein, ich fahre die schwarze Piste nicht runter. Also schön, ein einziges Mal, Junge. Einmal! Ich weiß, ich habe gesagt, wir bleiben zusammen, aber diese Abfahrt ist total der Hammer. Das war ein irres Tempo. Ich hab echt ein schlechtes Gewissen. Und ich hab einen anderen Plan. Ich komm schon auf die schwarze Piste. Plan K. Du und ich, wir kämpfen uns durch die Wälder um den Skikapitän herum und dann springen wir etwas weiter unten am Berg auf die Piste und sausen die Abfahrt runter. Das ist genial! Abgesehen von dem Schild Vorsicht, Bären. Sei doch kein Angsthase. Bären halten doch um die Zeit Winterschlaf und außerdem sind sie dämlich. Bären sind echt saudämlich. Ja! Hallo, liebe Skifreunde. Das ist die letzte Runde für diesen Tag und eure letzte Chance, die schwarze Piste runterzufahren. Oh nein! Das ist meine letzte Chance. Du musst da runterbrettern, Johnny. Das ist der Hammer. Eine 3 Kilometer lange Abfahrt, Schnee vom Allerfeinsten. Du kriegst ein irres Tempo drauf. Ich kann dir sagen, das ist beinahe so, als würdest du fliegen. Ich glaube, du bist etwas frustriert. Ich habe gerade rausgefunden, wie ich an dem Skikapitän vorbeikomme und die Abfahrt runterbrettern kann. Du hältst das Seil an der anderen Seite fest. Und wenn Gil runterkommt, halten wir ihn damit auf, reißen ihm den Helm vom Kopf, dann hole ich mir eine Haarprobe von ihm und dann haben wir endlich unseren eigenen Gil! Tut das nicht weh? Und bist du nicht vielleicht ein kleines bisschen wahnsinnig? Ich wurde von Katzen angegriffen, von Hunden überfallen, von einem Skirümpel überrollt und von einem bionischen Piepmatz in den Kopf gezwickt. Ich hole mir dieses Haar von Gil, verstanden? Und das ist nur vorübergehender Wahnsinn. Oh, alles klar, ich bin dabei. Johnny, du hast es geschafft. Wir sehen uns dann unten im Tal, Bro. Nicht, solange ich Dienst hab! Also, zum allerletzten Mal, verschwinde von meinem Berg! Du kannst mich nicht austricksen, denn ich bin der Ski-Captain Clan. Mich kann niemand austricksen, niemand! Das ist mein Berg! Das ist mein Berg! Ja. Gut, ich glaube, der hat genug. Yippie! Und ab geht's! Das ist der absolute Hammer! Wir sehen uns dann unten im Tal. Du bist nie vor mir unten, Johnny. Yeah. Ja, er kommt! Ziehen! Ja. Das wird der größte Schneeball aller Zeiten. Oh.
verschwindet. Okay, Leute, wir sind in Sicherheit. Ja, aber erst kommt noch die Sprungrampe. So, das war's, Skifreunde. Mount Park Valley schließt jetzt. Bis zum nächsten Mal. Das war's. Jetzt müssen wir nur noch unsere Kinder und Yuki einsammeln und dann ab nach Hause. Hey, da sind sie ja. Hattet ihr Spaß? Juhu! Ich bin die schwarze Piste runtergefeuert wie noch nie jemand zuvor. Und wir haben ein Haar von Gil. Ja! Danke, dass ihr mitgekommen seid. Danke fürs Mitnehmen, denn aufgrund dieses wundervollen Haares haben wir jetzt endlich unseren eigenen Gil. Das musste ja passieren. Hallo Sommer und hallo Hitzewelle. Es kommt eine kühle Brise, allerdings nur, wenn ihr einen Ventilator habt. Die Hitze ist der Hammer. 35 Grad sind kein Problem, denn wir fahren heute ins städtische Freibad. Auf zum Strand. Oh. Au. Na dann auf zur Gartenrutsche in unserem Garten. Die Wasserleitung ist kaputt. Es gibt kein Wasser. Tja, das war's dann wohl. Tja, dann müsst ihr Kinder wohl hier bleiben und schwitzen wie blöd. Gibt's denn keinen Platz in Pork Valley, wo ein Junge und sein Hund und seine lästigen Schwestern sich erfrischen können? Sich erfrischen können? Sich erfrischen können? Am Lake Pork Ness ist das Wasser kalt und erfrischend. Ach, seht mal, ein Seil zum Schwingen. Und das Pork Ness Monster, das uns auffressen wird. Und Touristen. Ich hoffe, Sie haben alle viel Spaß bei Flinks exklusiver Wassertour. Machen Sie sich auf eine Begegnung mit dem berühmt-berüchtigten Pork Ness Monster gefasst. Das hast du schon überlassen, Johnny. Schon seit Jahren ist niemand mehr im Lake Pork Ness baden gegangen, weil dort eine Menschen- und Hunde essende Kreatur haust. Ich bitte dich, das Pork Ness Monster ist doch nur ein Mythos. Die These, dass ein riesiges, urzeitliches Tier in diesem See gefangen ist, ist wissenschaftlich absolut unhaltbar. Und vergessen Sie nicht, viele Pork Ness Monster Souvenirs für Sie und Ihre Familie zu kaufen. Die gibt's in Flinks touristischem Pork Ness Monster Superladen. Seht ihr? Es gibt sogar einen Monster-Geschenke-Shop. Das bedeutet, dass es das Monster wirklich gibt. Richtig, das findet ihr doch auch. Toll, gehen wir nach Hause. Ich sag dir, was wir tun. Ihr beide springt in den See, schwimmt eine Runde und wenn ihr überlebt, dann wissen wir, dass es keine Monster gibt. Habt ihr etwa Angst? Ihr habt gesagt, es wäre ein Mythos und absolut unmöglich. Die Temperaturen klettern auf 40 Grad und wir zerfließen bei dieser höllischen Hitze. Mit unserer neuesten Unterwasserkamera und dem Sonar würden wir der Stadt beweisen, dass das Pocknessmonster nichts weiter als ein Scherz ist. Ja, ja, rein ins Wasser. Okay, es ist sicher. Und jetzt im Tarzan-Style. Ich werde nicht ins Wasser gehen. Ich weiß, du bist ein Mischlingshund, aber hattest du auch Hasen und Hühner unter deinen Vorfahren? Das reicht. Dann bleibst du eben hier und siehst mir zu. Aus dem Weg, jetzt komm ich! Du hast mich ausgetrickst. Ja, aber ganz ruhig, hier gibt es keine... Ja, Pork Ness Monster! Na also, keine Kreatur auf dem Radar. Nur hässliche Pflanzen und Reifen. Was war das? Super gemacht, Hal. Jetzt glauben die Touristen an das Monster und shoppen erstmal wie wild. Hä? Hey, dieses Pork Ness Monster ist mechanisch. Und dieser komische Flink nutzt die Legende, um damit Geld zu machen. Und er bringt die Kinder um einen super Schwimm- und Seilschwing-Spaß im See.
Du führst doch was im Schilde. Aber ja, ich drück wie verrückt auf den bunten Knöpfchen herum, sodass das Monster verrückt spielt. Dann sehen alle, dass es nur eine Fälschung ist, jagen Flink aus der Stadt und wir können schwimmen. Nein, nicht den roten Knopf. Man darf nie auf einen roten Knopf drücken. Rote Knöpfe sind schlecht, grüne Knöpfe sind gut. Monsterabschussstation? Schienen aus Metall? Ich wusste, das ist eine Fälschung. Aber wir müssen das Teil finden, beweisen, dass es eine Fälschung ist und wieder einmal allen zeigen, dass wir genial sind. Ich frage mich, was dieser blaue Knopf hier macht. Was ist denn da los? Das sollte jetzt aber nicht passieren. Monster wird uns alle fressen! Jemand muss Hilfe rufen! Kommt schon, Männer! Können wir denn nicht irgendwas in die Luft jagen oder angreifen? Oder gibt's nicht etwas, das wir bekämpfen können? Was? Die Porken des Monsters sind los! Rettet euer Leben! Klingt nicht so, als würde das Monster ruhig auf der Oberfläche treiben. Genau, aber das bedeutet, das Militär wird herkommen, das Monster abballern und dann können wir alle schwimmen. Oh, was war das? Wir wurden gefressen! Du musst nach dem Maulöffner suchen, irgendein Knopf, der das Maul öffnet. Fehlfunktion. Na schön, es ist Zeit für den roten Knopf. Nein! Da ist ein Joystick, der ist noch nicht kaputt. Na los, versuch das Ding mal. Mal sehen, was passiert. Cool, jetzt kann ich das Monster fahren. Rückwärtsmodus. Habe ich sie nicht gesagt? Das Militär wird kommen und das Monster vernichten. Ja, aber da gibt's ein Problem. Wir sind in dem Monster! Ach ja, richtig. Okay, ich schüttel sie ab. Es gibt keinen Grund, in Panik zu geraten. Sie können sich in aller Ruhe die Monster-Souvenirs in meinem absolut sicheren Lake Port Ness Monster Superladen ansehen. Und wo Sie schon mal hier sind, können Sie auch gleich ein paar Sachen kaufen. Das Militär wird nie auf einen Souvenirladen feuern, der voller Menschen ist. Feuert die Raketen ab! Rückzug! Es gibt keinen Grund, in Panik zu verfallen. Im Wald wird uns das Militär garantiert nicht finden. Los, fällt die Bäume! Erneuter Rückzug! In einem stark bevölkerten Gebiet wird das Militär garantiert nicht auf uns feuern. Feuer frei auf das stark bevölkerte Gebiet! Johnny! Okay, aber sie werden ihre tödlichen Raketen nicht auf einen Kinderspielplatz abfeuern. Feuert die Raketen auf den Kinderspielplatz! Ich glaube, die wollen das Monster unbedingt vernichten. Na, na, los, gib Gas! Wir verstecken uns im See. Wo ist diese Monsterfälschung? Ah! Oh! Wo ist es hin? Wen interessiert's? Wir haben unsere Beweise. Neuer Plan. Das Monster springt über den Damm, aber wir springen in letzter Sekunde raus und dann fliegt das Ding in die Luft. Dann gibt es kein Monster mehr und wir können für immer im Lake Port Ness schwimmen. Super, wie wollen wir das anstellen? Ich habe keinen blassen Schimmer! Jetzt mach doch irgendwas, bevor wir in die Luft fliegen! Nicht den roten Knopf! Wir haben nur noch den einen! Das Ziel rast auf den Damm zu, Sir! Feuer!
Na schön, was haben wir zu verlieren? Hä? Ich liebe rote Knöpfe. Mein Monster und mein Superladen sind im Eimer. Total im Eimer. Es gibt kein Monster mehr. Ja, die Sorglosigkeit und die Raketen des Militärs haben Lake Port Ness wieder in ein Paradies verwandelt. Und wir können endlich alle wieder schwimmen, ohne Angst zu haben. Das sind die Kreaturen aus der Pork Belly Lagune. Ja, aber vergesst nicht, eure T-Shirts mit dem Pork Belly Lagune Monster zu kaufen. Warum lauft ihr denn alle weg? Wir wollten nur beweisen, dass es keine Monster im See gibt. Ja! Gibt es doch. Will ich euch. Feiert meine Lieblingssommergeschosse ab. Oh. Lake Harkness schlägt wirklich total ein.